Ich habe in meinem Leben schon einiges durch, dass ich selbst mal zur MPU musste, weil ich verschiedene Verkehrsdelikte begangen habe. Ich bin oft zu schnell gefahren, ich wurde oft geblitzt. Ich hatte viele Strafzettel und leider bin ich auch unter Alkoholeinfluss gefahren, mit einem schrecklichen Ausgang. Weil danach musste ich meinen Lappen abgeben. Ich habe immer sehr hart für meine Ziele gearbeitet. Ich bin immer wieder an die falschen Leute geraten, die mir eigentlich nur irgendwas verkaufen wollten, egal ob ich es wirklich brauchte oder nicht. Ich musste unzählige psychische Belastung aushalten. Stress, Unsicherheit, Existenzängste. Aber meine Fassade war sehr stark. Eigentlich hätte ich heulen können, weil ich nicht wusste, wie es weitergehen soll. Immer wieder wurden mir Steine in den Weg gelegt. Aber am Ende habe ich es geschafft. Warum erzähle ich dir das? Ich will dir zeigen, dass ich niemand bin, der einen geraden Lebensweg vorweisen kann. Ganz und gar nicht. Und ich bin der letzte Mensch, der irgendjemanden für eine schlechte Entscheidung verurteilt. Ich will dir aber zeigen, dass du da wieder rauskommen kannst.